SEMA, das ist die Abkürzung für Specialty Equipment Market Association. Die 1963 gegründete Organisation mit inzwischen knapp 7000 Mitgliedsfirmen ist der amerikanische Verband für Automobilzubehör und Fahrzeugtuning. Dieser veranstaltet alljährlich in der ersten Novemberwoche in der Wüstenstadt Las Vegas die SEMA Show, die weltgrößte Tuning-Messe. Hier treffen sich alle, die fast nichts anderes als Autos im Kopf haben. Von Krise ist in dieser Vollgasbranche aktuell absolut nichts zu spüren. Auf rund 25 Milliarden Euro wird der Markt für die Mitglieder der SEMA alleine für die USA beziffert. Kein Wunder, dass die Leistungsshow der Branche in Las Vegas dieses Jahr aus allen Nähten platzt. 2136 Aussteller präsentieren rund 1500 Showcars und über 2000 Neuheiten rund ums Thema Tuning und Auto. Die gesamte Ausstellungsfläche inklusive der vielen Außenflächen und Showzonen wuchs um rund 10% auf knapp 280.000 Quadratmeter. So wird das Las Vegas Convention Center zum ultimativen Wallfahrtsort für alle Automobil- und Tuning-Fans. Dabei sind eigentlich nur Fachbesucher zugelassen. Dieses Jahr haben sich etwa 135.000 registriert. Darunter sind mehr als 60.000 Einkäufer und 3.000 Journalisten. Aus mehr als 100 Ländern pilgern jedes Jahr zahlreiche Spezialisten und Szenekenner nach Las Vegas, machen die SEMA-Show so zum wichtigsten und größten Branchentreff der Welt. Viele Ausstellungsstücke funktionieren hier immer noch nach dem bewährten Prinzip, größer ist besser, und dazu gehören zahlreiche, meist sehr hübsche und sehr eng bekleidete Hostessen an den Ständen der Hersteller. Es ist die Show der Superlative. Kaum ein Fahrzeugmodell, das nicht von irgendeinem Tuner aufgemotzt, umgebaut und nach allen Regeln der Veredelungskunst gepimpt wurde. Echte Oldtimer oder im Retro-Design nachempfundene Sportwagen, Hot Rods, Bigfoots und Muscle Cars sowie unzählige aufwendig individualisierte Serienfahrzeuge geben sich ein Stelldichein. Was den Tunern hier keine Probleme bereitet, ist der TÜV. Den gibt es in der USA nicht und er wird zumindest von den Interessenten hier nicht vermisst. Den Tuning-Fans kann das nur recht sein. Theoretisch kann alles, was Räder hat, auf den Straßen gefahren werden. Interessant, dass bei der unter den Ausstellern durchgeführten Wahl zum bestgeeigneten Auto für Zubehör und Tuning ein kleiner Import siegte, der Fiat 500. Aber die auf vielen Ständen gezeigten Versionen sehen auch irgendwie zum Knuddeln aus. Ansonsten dominieren aktuell schon eher die verschiedenen Versionen vom Chevrolet Camaro und vom Ford Mustang. Ein wichtiger Trend nach Aussage der Tuning-Experten ist das Drifting, bei dem Kurven mit hoher Geschwindigkeit und möglichst geringer Traktion genommen werden. Dies kann bei Taxifahrten live erlebt werden. Ein Sport, der sicherlich die zahlreichen anwesenden Reifenhersteller zufriedenstellen dürfte. In diesem Segment zeigt auch Continental sein Produktspektrum und interessierte Gäste können sich mit einem Las Vegas Showgirl fotografieren lassen. Neben den großen sind natürlich auch viele kleine Unternehmen aus Deutschland präsent, aber auch viele altbekannte Marken wie Bilstein, Eibach, Mahle, VDO oder Webasto, um nur einige zu nennen. Die Firma Wössner, Spezialist für Hochleistungsschmiedekolben und Pleuel, stellt in diesem Jahr das erste Mal aus. Das gilt nicht für die BASF und Glasurit, die hier ihre Lacke auf verschiedenen Showcars präsentieren. Neben einem einmalig restaurierten Mercedes 300 SL Gullwing stellt Richard Petty einen Mustang GT in der Signature Color BASF RM Petty Blue Paint vor. Nicht weit entfernt zeigt SATA, wie man Fahrzeuge mit der richtigen Technik am zuverlässigsten lackiert. Nicht nur die richtige Lackpflege findet man am Stand von Sonax. Dort lockt auch ein Formel-1-Bolide von Vodafone McLaren Mercedes und dem interessierten Publikum demonstriert der Neuburger Autopflegespezialist seine Stärken und die Kompetenz, die das German Engineering auszeichnet. Parallel zur SEMA findet immer die APEX im Sands Convention Center statt, die sich mehr an normale Werkstätten und Garagen wendet. Zusammen sind sie das Mekka der Automobilisten und man kann sicher sein, sie werden auch im nächsten Jahr wieder in die Wüstenstadt reisen.